Nee. Gar nichts? Nee. Nee. Vanille? Nee. An elegant weapon for a more civilized age. Ich habe letztes Mal eine Boxershorts gekauft. Hier. Und diesmal ist nicht für sie. Aber das wäre dann eine Etage höher in der Herrenabteilung. Da gucke ich jetzt nicht rein. Da bin ich nicht hier zuständig. Wie heißt das? Die frisst halt, also. Ja. Mein Arsch frisst die Unterhose auf. Ja, eine Etage höher in der Herrenabteilung. Eine höher? Eine höher ist die Herrenabteilung. Ja. Ja, die habe ich auch nur zweimal benutzt. Guten Tag! Einmal die Fahrkarten bitte. Haben Sie Fahrkarten? Keine Fahrkarten? Also heißt das Schwarzessen. Haben Sie Fahrkarten? Ich. Wie bitte? Ich habe Fahrkarten zum Mars. Also. Sauer welche? Also essen Sie alle jetzt hier schwarz? Ja. Kennst du mal Ihren Namen bitte? King Dangeling Bing. Alter. Kennst du den Namen? Also fahren Sie schwarz, dann müssen wir einmal die Polizei rufen. Nee. Ja. Und deswegen denke ich, ist es keins und darf es auch kein finanzielles Problem sein, ja. Hier jetzt auch weiterhin entsprechend in das Bildungssystem generell, nicht in der Hauptschule. Oh, ne? Entschuldigung. Nicht in der Hauptschule, ne? Ja. Oh, das sieht dann ja aber aus. Ja. Also noch ein bisschen Sahne. Ja. Ja, ist gut. Sehr gut. Möchtest du mal? Nein, danke. Ja. Empfehlungswert. Mein grundsätzlich ist ja mal eine Frage der Qualität, nicht? Was Schulen leisten sollen und wie man ihnen für die Schulen dann auch entsprechend die Voraussetzungen schafft. Wenn man natürlich die Hauptschule so als Anhängsel und so als sagen wir so fünften Bildungsfähig weiterhin ansieht, wie das, glaube ich, in der Vergangenheit so ein bisschen der Fall ist, dass also die Förderungen da gar nicht so erfolgen, wie sehr. Ja. Aber immerhin besser. Ja. Letztes Angebot, gleich zu sagen. Ja, aber heute nicht. Vielleicht morgen. Morgen gleich Uhrzeit hier. Boah, ist mir so lecker. Komm. Finden Sie da auch Probleme? Schulisch ist ja immer eine Frage der politischen Entscheidung. Ja. Ich meine, das Geld. Aber so ja, nein, das zu beantworten ist immer schwierig. Ne? Okay, also meine Hand ist eingefroren nach dieser Lebensgeschichte. Das hat schon länger gedauert als. Ja, klar. Aber kein Problem, ist ja Ihre Meinung, ne? Das ist ja wie. Also, ne? Natürlich, ne? So Leute, jetzt ist es wieder soweit, es gibt was zu gewinnen. Und zwar das Samsung Galaxy Ace 2 und das Samsung Galaxy S3 und das Samsung Galaxy S4. Alles gesponsert von Ishura sieht mal wieder und Multimaster 160. Um folgende beide Artikel zu gewinnen, müsst ihr zunächst meine Seite liken und mich abonnieren und danach in den Kommentaren schreiben, warum ihr das Handy gewinnen wollt und welches davon. Das gilt nur für das Galaxy S3 und für das Galaxy Ace 2. Genau. Um das Samsung Galaxy S4 zu gewinnen, müsst ihr als erstes mich liken und mich abonnieren. Dann in die Kommentare schreiben, dass ihr das Samsung Galaxy S4 gewinnen wollt. Und stattdessen, dass ihr einen Grund eingibt, müsst ihr zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist: Seit wann? Seit wann gibt es die Seite, ich hoffe, sieht mal wieder, also meine Seite, seine Facebook-Seite? Und wie viele Klicks hat mein meistgesehenes Video? Diese beiden Antworten schreibt ihr mit unten in die Kommentare. Dann wünschen wir euch viel Glück. Das Gewinnspiel geht bis zum 8. Dezember, Mitternacht. Genau. Und dann sage ich mal viel Glück an die Leute. Viel Spaß noch. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn mir es da laufen würde und auch individuelle Förderungen, wie man das der Gesamtschule vielleicht auch ein bisschen zumutet und wie es da ja wohl ankommt.